Herzlich willkommen bei Gothic 1, ein super, super endgeiles Rollenspiel, was ich früher, als ich das allererste Mal gezockt habe, unheimlich geil fand und heute immer noch treu bin, wobei ich sagen muss, ganz ehrlich, der vierte Teil, was haben sich die Macher dabei gedacht? Da denke ich nur, what the fuck? Nee, ganz ehrlich, der erste ist geil, der zweite ist noch besser. Also Teil 1 und 2 sind echt super. Teil 3 lässt schon nach, hat aber einen gewissen, ja, wie soll man das nennen? Suchtfaktor, Spaßfaktor. Ich denke mal, alles so in einem. Erst, wie gesagt, klar, ein bisschen schwächer als Teil 1 und Teil 2. Dennoch sehr angenehm spielbar, wenn ihr die Patches von World of Gothic, glaube ich, runterladet. Da gibt es nämlich Patches, damit Gothic 3 fast ohne Bugs läuft. Und dann macht das Spiel auch super viel Spaß. Ja, und wie ich eben schon gesagt habe, der vierte Teil, ich weiß echt nicht, was sich die Macher dabei gedacht haben. Ob die sich gedacht haben, ja, die Rechte wurden ja jetzt abgegeben von JoWoW, glaube ich, war das, oder von Piranha Bytes. Haben sie sich gedacht, ja, jetzt haben wir die Rechte, wir haben schon gute Spiele davor gemacht, dann können wir auch ein Super Gothic 4 machen. Ja, Scheißdreck. Genau der Gegensatz dazu ist rausgekommen. Genau ein Bullshit, wie sonst keiner kennt, ey. Ohne Scheiß. Ne, wir wollen uns jetzt hier nicht aufregen, das wird vielleicht nebenbei im Let's Play hier von Gothic 1 nochmal kommen. Ich dachte mir nur so, Let's Play mal Gothic 1, es ist eins meiner Lieblingsspiele, eigentlich das Lieblingsspiel von mir überhaupt. Und ich dachte mir, oh, ich sehe gerade, ich habe vergessen, die Stoppuhr aufzunehmen. Ja, jetzt habe ich. Egal. Wie gesagt, und da es eins meiner Lieblingsspiele ist, oder das Lieblingsspiel, wollte ich ein Let's Play machen. Wie ihr eben schon gesehen habt, vielleicht ist der. Oder sind die Zwischensequenzen, beziehungsweise die kleinen Filmchen, sind leider nicht Full HD, also beziehungsweise, ja, Spiel sowieso nicht. Ich meine halt 1920 mal 1080. Leider ist es das nicht. Genauso wie das normale Spiel nicht 1920 mal 1080 ist, obwohl ich gerade, das könnt ihr ja leider jetzt nicht sehen, Widescreen aufnehme. Ich weiß nicht, wieso er beim Rendern oder warum er. Wenn ich Fraps oder wenn ich mit dem Spiel komplett fertig bin, weiß ich nicht, warum er die Aufnahme. Ja, warum er dann. Ich weiß gar nicht, welche Aufnahme das ist. Das müsste, glaube ich, die hier sein. Da, 1440 mal 900 mal 32. Das ist die weitgrößte Möglichkeit, die es gibt in diesem Spiel. Und da wollte ich dann das so beibehalten. Aber ich würde sagen, nicht länger quatschen. Ich habe euch jetzt hier schon ein paar Minuten vollgesülzt. Wir fangen einfach an mit einem kleinen, schönen Intro. Leider, wie gesagt, nicht widescreen. Aber ich hoffe, es gefällt euch dennoch. Das Königreich Myrtana, wiedervereint durch die Hand König Robars des Zweiten. In den langen Jahren seiner Herrschaft war es ihm gelungen, alle Widersacher des Reiches zu bezwingen, bis auf einen. Der Krieg mit den Orks forderte seinen Tribut und die Gefangenen des Reiches sollten ihn bezahlen. Der König brauchte Schwerter für seine Armeen und jeder, der sich eines auch noch so geringen Verbrechens schuldig gemacht hatte, wurde zur Arbeit in den Erzminen von Korinnes gezwungen. Um jede Flucht unmöglich zu machen, sandte der König die mächtigsten Magier des Reiches aus, eine magische Barriere, um das gesamte Tal zu errichten. Ich war einer der Magier. Aber etwas störte das zerbrechliche Gefüge der Magie.
Wir waren nun selbst Gefangene der Barriere. Mehr als eine Sekunde der Unachtsamkeit brauchten die Gefangenen nicht. Korenis war nun in den Händen der Gefangenen. Der König hatte keine Wahl. Er musste verhandeln. Er brauchte das Erz. Monat für Monat lieferte der König den Gefangenen alles, was sie verlangten. Monat für Monat brachten sie dafür das Erz an den Rand der Barriere. In all den Jahren wurden viele Versuche unternommen, die magische Barriere zu öffnen, aber keiner hatte Erfolg. Im Namen König Robars II., Träger des Zepters von Varant, Vereiniger der vier Reiche am Myrtat. Halt, Gefangener! Ich habe dir ein Angebot zu machen. Dieser Brief muss den Führer der Feuermagier erreichen. Du verschwendest deine Zeit. Deine Belohnung könntest du selbst wählen. Man wird dir alles geben, was du verlangst. Gut, ich werde deinen Brief nehmen. Unter einer Bedingung. Erspart mir den Rest von seinem Gefasel. Du war... Schweig! Gut, hinein mit ihm. Willkommen im Lager. Das reicht. Lasst ihn in Ruhe. Macht, dass ihr wegkommt. Steh auf. Ja, ja. Ich bin Diego. Ich bin... Mich interessiert nicht, wer du bist. Du bist neu hier. Ich kümmere mich um die Neuen. Lassen wir es vorerst dabei. Wenn du vorhast, länger zu leben, solltest du dich ein bisschen mit mir unterhalten. Ich werde dich allerdings nicht daran hindern, in dein Verderben zu rennen. Also, wie sieht's aus? Ich muss dazu sagen, ich habe den Untertitel angemacht für euch, damit ihr da, wenn ihr möchtet, auch noch gerne mitlesen würdet. Der Charakter spricht eigentlich fast zu 100%ig genau das, was im Text da unten jetzt in dem Textfenster steht. Ich lese es dennoch für euch vor. Ich meine mal, es ist ein super Spiel. Ich habe richtig Freude an dem Spiel. Und ja, ich lese euch das ruhig gerne vor. Okay, was müsste ich über diesen Ort wissen? Okay, was muss ich über diesen Ort wissen? Wir nennen es die Kolonie. Du wirst sicher schon gehört haben, dass wir hier Erz für den König fördern. Nun, zumindest wir vom alten Lager. Es gibt drei Lager innerhalb der Barriere. Das alte Lager ist das größte von ihnen. Es war auch das erste. Wie komme ich zum alten Lager? Du musst nur dem Weg hier folgen. Das alte Lager ist der nächste halbwegs sichere Ort von hier aus gesehen. Es treiben sich jede Menge wilder Bestien zwischen den Lagern herum. Es ist Wahnsinn, ohne Waffe zu gehen. Ne, was er sagt, ey. Alter Schwede. Nee, wo kriege ich eine Waffe her? Wenn du an der verlassenen Mine vorbeikommst, sieh dich mal ein bisschen um. Du findest bestimmt was Brauchbares. Die Mine ist leicht zu finden. Nur ein paar Meter die Schlucht entlang. Warum hast du mir geholfen? Weil du Hilfe gebraucht hast. Brulit und seine Jungs hätten dich vielleicht kalt gemacht. Und das konnte ich nicht mit ansehen. Schließlich bin ich den ganzen weiten Weg gekommen, um dir einen Vorschlag zu machen. Einen Vorschlag? Ja. Deine Begegnung mit Brulit und seinen Jungs hat dir hoffentlich gezeigt, dass du Schutz brauchst. Jeder, der hier ankommt, wird vor eine Wahl gestellt. Es gibt drei Lager in der Kolonie. Und einem davon wirst du dich anschließen müssen. Ich bin hier, um Neuen wie dir klarzumachen, dass sie bei uns im alten Lager am besten aufgehoben sind. Wo ist dieser Bullet jetzt? Ich möchte den... Boah, Alter, voll in die Fresse, Alter, nur sage ich. Nein, wo ist dieser Bullet jetzt? Er und die anderen bringen die Waren aus der Außenwelt ins alte Lager. Dort kannst du ihn finden. Aber wenn du vorhast, dich mit ihm anzulegen, sei vorsichtig. Er ist ein erfahrener Kämpfer. Ich auch. Ich kann mit Fäusten, keine Ahnung. Fällt gerade nichts ein. Naja, ich habe einen Brief für den obersten Feuermagier. Das kann ich euch nochmal kurz erzählen. Ich werde euch ja diesem Spiel hier alles 100%ig zeigen. Alle Tiere töten, alles Mögliche, was man machen kann.
Und natürlich auch so kleine Tipps und Tricks nebenbei geben. Tut, was ihr wollt, aber ich empfehle euch diesen Text jetzt. Ich habe einen Brief für den obersten Feuermagier. Nur mit diesem Herrn werten Diego anzuvertrauen. Anderen keinesfalls sagen, dass ihr einen Brief habt, denn eure Belohnung mindert sich dann. Ich habe einen Brief für den obersten Feuermagier. So. Ein Magier hat ihn mir gegeben, kurz bevor sie mich reingeworfen haben. Du kannst von Glück sagen, dass ich mich bei den Magiern nicht mehr blicken lassen kann. Jeder andere wird dir mit Freude für diesen Brief die Kehle durchschneiden. Die Magier belohnen ihre Boten immer sehr gut. Und die meisten hier haben gar nichts, verstehst du? Wenn ich du wäre, würde ich die Schnauze halten, bis ich einen der Magier treffe. Obwohl das in deiner Lage nicht allzu wahrscheinlich ist. Wieso nicht? Die Magier sind in der Burg, im alten Lager. Nur Gomez-Leuten ist es erlaubt, die Burg zu betreten. Wie ich eben schon gesagt habe, der Diego hat das eben auch nochmal gesagt, also auf keinen Fall die auf jeden Fall die Schnauze halten und keinem von diesem Brief erzählen, außer wenn ihr später eventuell, je nachdem wie ihr möchtet, ihr müsst das ja nicht unbedingt machen, den Brief zum obersten Feuermagier gebracht habt. So, wer ist Gomez? Wer ist Gomez? Gomez ist der oberste Erzbaron, der Boss des alten Lagers. Der mächtigste Mann in der Kolonie. Wie kann ich mit Gomez Leuten anschließen? Und ich glaube, er formuliert das jetzt anders. Und zwar, er meint, glaube ich, jetzt mal angenommen, ich würde mich seinen Leuten anschließen. Was müsste ich dann tun? So ungefähr, glaube ich, sagt er es. Mal angenommen, ich wollte mich seinen Leuten anschließen. Was müsste ich tun? Am Eingang zur Burg findest du einen Mann, der Torus heißt. Sag ihm, Diego schickt dich. Alles klar, Chef. Ah, danke für die Hilfe. Wir sehen uns im alten Lager. Kapitel 1. Die Welt der Verurteilten. Ja, Gothic 1, da geht er. Wir müssen mal ganz kurz Pause drücken und ein Safe State machen. Hier habe ich schon mal einen Test gemacht mit 5 Minuten. Wow. Nee, genug Speicher in dem Spiel. Ich habe Erfahrung gemacht, dass Gothic 1 und 2 ab und zu mal gerne Spielstände abhanden kommen. Ich weiß nicht warum. Ich weiß auch nicht, ob das nur bei mir ist und bei anderen nicht. Das habe ich jetzt keine Ahnung von. Ich weiß nur, dass das so ist und deswegen speichern wir ruhig ein, zweimal mehr. Ist ja auch nicht so schlimm. So, gleich das zweite Mal. Wie gesagt, es ist immer besser, mehrere zu haben. Und immer Gulliver LP. Ist ja logisch. So, sprechen wir den nochmal kurz an, bevor wir ihn ziehen lassen. Erzähl mir was über das alte Lager. Erzähl mir was über das alte Lager. Es ist das größte und mächtigste der drei Lager. Gomez und seine Jungs kontrollieren das Lager und damit den ganzen Erzaustausch. Einmal im Monat schickt der König uns alles, was wir fordern. Wir haben den alten Sack in der Hand, verstehst du? Er ist auf das Erz angewiesen. Er schickt uns Wein, Brot, Fleisch, Waffen, einfach alles. Du kannst auch deinen Teil davon bekommen. Alles, was du tun musst, ist dich Gomez-Leuten anzuschließen. Was ist mit den beiden anderen Lagern? Was ist mit den beiden anderen Lagern? Die beiden anderen Lager haben sich abgespalten, um ihren schwachsinnigen Ausbruchsplänen nachzugehen. Es gibt das neue Lager im Westen der Kolonie. Die Magier dort meinen, wenn sie genug Erz zusammengekratzt haben, können sie die Barriere einfach sprengen. Dann gibt's im Osten die Sektenspinner. Sie haben ihr Lager im Sumpf und beten zu ihrem Götzen, er möge ihnen die Freiheit schenken. Bis jetzt hat er sich noch nicht gemeldet. Wenn ich du wäre, würde ich meine Zeit nicht mit den Spinnern verschwenden. Erzähl mir was über die Barriere. Erzähl mir was über die Barriere. Da gibt es nicht viel zu erzählen. Sie ist undurchdringlich. Was passiert, wenn ich hier einfach wieder rausspaziere? Der Letzte, der das versucht hat, ist tot auf der anderen Seite angekommen. Diese verdammte Barriere lässt dich zwar rein, aber raus kommst du hier nicht mehr. Wenn es einen Weg hier raus gibt, werde ich ihn finden. Hast du so eilig, hier wieder rauszukommen? Du bist ja gerade mal da. So, das war's. Das war's. Mach's gut. Das war zumindest das Erste, was man soweit mit Diego sprechen kann. Demnächst gibt es ja dann noch mehr, was man sprechen könnte und so. Ich würde vorschlagen, wir suchen ja erstmal alles ab, beziehungsweise ich weiß ja, wo die Sachen sind. Wie gesagt, ich habe das Spiel schon so oft durchgespielt, ich könnte es blind spielen im Grunde genommen. Es ist wirklich mein Lieblingsspiel Nummer 1, also die Gothic Saga jetzt.
Und wie gesagt, es macht mir unheimlich Spaß. Ich hoffe euch auch. Erzbrocken, ein Bierchen. Super. Kann ich auch mal kurz erklären. Wenn man hier ein Stück weiter geht, dann wird man hier so pulsiert von so einer bläulichen Aura. Das bedeutet, wenn man jetzt in Richtung, wenn man in die Richtung jetzt weitergeht, dann wird man von der Barriere getroffen. Weil der Diego ja eben gesagt hat, man kommt zwar leicht rein, aber raus kommt hier man nicht. Kommt man hier nicht. Und ja, das ist halt so. Also man kann dann da nicht weiter. Die Barriere sieht man ab und zu. Mittlerweile sieht man sie nicht. Oh, da oben ist die Sonne. So, springen wir mal hier kurz ins Wasser. Hoppala. So, so tauchen wir. Die gelbe Anzeige ist unsere Tauchenergieanzeige. Hier ist nämlich noch eine Münze. Die Münzen bringen nicht viel, aber ich habe ja gesagt, ich sammle alles hundertprozentig ein, töte alles hundertprozentig. Schließe alle Quests hundertprozentig ab, soweit ich kann. Und ja, wie gesagt, es wird ein super Let's Play werden. Ich freue mich jetzt schon auf das Spiel an sich. Ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal ein bisschen weiter ruhig. Und was ich noch sagen wollte, ist, dass ich die Folgen in Überlänge produziere. Das bedeutet, weil es ja auch ein recht langes Let's Play sein wird wahrscheinlich. Das heißt so, natürlich gibt es auch welche mit 15 Minuten, aber ich denke mal so bis 30 Minuten halt. So, klettern wir mal hier die Leiter hoch. Ja, da ist er. So. Leiter klettern, das ist cool. So, hier haben wir ein Ori und ein Gardist. Der Gardist, der wird uns wahrscheinlich nicht so viel sagen. Wir können ihn trotzdem anquatschen. Wie steht's? Wie steht's? Gut. Weit und breit keiner von den Banditen aus dem neuen Lager zu sehen. Ja, das war ja viel, was er uns gesagt hat. Naja, gut, dann sprechen wir nochmal mit diesem Ori. Und dann würde ich sagen, das war's dann erstmal für die erste Folge nach dem Gespräch. Und ich hoffe, ihr seid dann auf jeden Fall die nächsten Folgen dabei. Wie gesagt, ich feiere das Let's Play. Ich kann es einfach nicht genug sagen. Ich lasse mir auch schön viel Zeit, weil ich will das Let's Play genießen. Und ich möchte halt für euch alles, falls jemand halt bestimmte Wege nicht kennt oder bestimmte Quests nicht weiß, wie sie machbar sind, dann könnt ihr ruhig bei mir auch reinschauen und mal durchgucken. Dann wird er da das passende finden. Naja, sprechen wir erstmal mit Ori. Was machst du hier? Was machst du hier? Dafür sorgen, dass keiner an die Austauschstelle rankommt. Vor allem nicht die Halsabschneider aus dem neuen Lager. Du bist der Neue, den sie heute reingeworfen haben, nicht? Sieht so aus. Dann solltest du wissen, dass du dich vor den Typen aus dem neuen Lager in Acht nehmen musst. Ich arbeite fürs alte Lager. Genau wie alle anderen, die du an der Austauschstelle gesehen hast. Du hast schon mit Diego geredet, nehme ich an. So, jetzt könnte man zwei Sachen sagen. Man könnte ihn entweder anlügen oder mit Ja beantworten. Wir machen einfach mal mit Ja, weil sonst erklärt er, was Diego uns erklärt hat, alles nochmal. So quasi so ein Tutorial hier am Anfang, könnte man so sagen. Ja, hab ich. Gut, dann weißt du ja schon Bescheid. Ja, das weiß ich. So, warum sollte ich mich vor dem neuen Lager in Acht nehmen? Warum sollte ich mich vor dem neuen Lager in Acht nehmen? Verglichen mit dem neuen Lager ist das alte Lager ein ruhiger und friedlicher Ort. Das neue Lager bekommt keine Waren aus der Außenwelt. Die meisten Banditen klauen sich zusammen, was sie zum Leben brauchen. Nee. Das alte Lager? Und das alte Lager? Die Erzbarone haben alles unter Kontrolle. Unter ihnen stehen die Gardisten, unter denen wiederum stehen die Schatten. Ganz am Ende kommen die Butler. Butler ist jeder, der hier ankommt. Wenn du was Besseres werden willst, musst du als erstes bei den Schatten aufgenommen werden. Das bedeutet, wir sind momentan als Rangart Butler. Als ich ans Ufer gespült wurde, hat mich einer von den Typen geschlagen. Als ich ans Ufer gespült wurde, hat mich einer von den Typen mit einem Schlag ins Gesicht begrüßt. Das machen sie mit jedem Neuen. Sie nennen es die Taufe. Habt ihr im alten Lager noch mehr so nette Leute? Es gibt schon einige Schweine, aber solange du dein Schutzgeld zahlst, kann dir nichts passieren. Ja, die Sache mit dem Schutzgeld, das wird auch noch eine sehr interessante Geschichte. Aber da fahrt ihr dann in den nächsten Folgen mehr. Sie haben eine Frau zusammen mit den Waren reingeschickt. Ich habe gesehen, wie sie eine Frau zusammen mit den Waren reingeschickt haben. Ja, die Erzbarone bekommen alles, was sie wollen. Du meinst, der König tauscht Erz gegen Frauen? Sie sind natürlich auch verurteilte Gefangene. Aber wenn Gomez sie nicht angefordert hätte, säßen sie in irgendwelchen Kerkern. Bin mir nicht sicher, was schlimmer ist. So, ich suche eine Waffe. Ich suche eine Waffe.
Bei der verlassenen Mine weiter hinten im Canyon müsstest du alte Waffen finden. Aber mach bloß nicht den Fehler und zieh mit einer rostigen Spitzhacke in den Krieg. Die Dinger sind schwer und langsam. Ein ungeübter Kämpfer sollte sie nur im Notfall benutzen. Okay, das war alles... Sieh zu, dass du heil zum alten Lager kommst. Das war alles, was er uns zu berichten hatte. Oh, ein kleines Safe State und dann geht es hier nochmal kurz die Leiter runter. Kann ich nochmal kurz erklären. Wegen der Waffe, momentan haben wir ja nichts dabei, das ist ja logisch. Das hier, wir könnten jetzt halt mit der Faust zuhauen. Wir können auch in der Kombi einmal mit rechts, einmal mit links hauen. Oder man könnte auch mit der Faust blocken. Was natürlich nicht so effektiv ist. Oder man könnte auch mit der oder man könnte auch treten. So, sieht zwar albern aus, aber ihr müsst eben bedenken, wann das Spiel rauskam. Ich glaube 2001 und dafür ist die Grafik und einfach das gesamte Erscheinen des Spiels einfach super. Naja, da wollte ich euch noch kurz zeigen, das hier ist das Inventar. Da oben rechts haben wir einmal Waffen, Rüstung, Magie, Artefakte, Nahrung, Tränke, Schriften und Verschiedenes halt. Die Währungen in diesem Spiel sind Erzbrocken. Also da steht es hier unten, Wert einer. Gut, da fahren wir später noch mehr drüber. So, dann gibt es noch, wenn man B drückt, standardmäßig, ist das hier die Statistik, beziehungsweise vom Charakter, von dem man spielt, Attribute, Erfahrungspunkte, alles mögliche sind da. Gilde, in Klammern noch keine. Rechts sieht man dann halt, wie man geübt ist in Einhändern, Zweihänder, Bögen, Armbrüste etc. Da kommen wir dann später noch zu reden drüber. So, dann gibt es noch bei N, gibt es halt noch das normale Questlog, wo man sehen kann, aktuelle Missionen, erfüllte Missionen, sogar gescheiterte Missionen gibt es und halt allgemeine Informationen. Da werden wir auch später noch zu sprechen kommen. So, ja, das war's eigentlich soweit. Hier würde ich gerne jetzt erstmal cutten und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr freut euch schon auf die nächsten Folgen und auf eine super epische Reise in Gothic 1. Mehr gibt's von mir nicht zu erzählen. Dann würde ich sagen, man sieht sich dann in der zweiten Folge. Bis dahin. Tschüss.